Was geht ab, Leute? Es ist Mittwoch, der 22. Mai und ihr hört Schlimmbergs Podcast. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder alle da seid. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Ich hatte auch eine sehr, sehr spannende Woche. Wir hatten nämlich Donnerstag, also vor 6 Tagen, unseren allerersten Erkan und Stefan Live-Auftritt nach 12 Jahren. Leute, es ist so krass. Wir haben vor 12 Jahren, also 2007, haben wir unsere 10 Jahre Respekt-Tour abgeschlossen. Und da ging es ja tatsächlich ein bisschen drunter und drüber mit Trennungsgerüchten, die gar nicht von uns ausgelöst waren. Und damals wurden dann quasi Karten zurückgegeben, weil Leute dachten, wir hätten uns aufgelöst. Und es ging dann quasi durch die Presse ein Trennungsgerücht, was sich dann tatsächlich bewahrheitet hat, weil die Presse auch ihre Meinung nicht rückgängig machen wollte. Und plötzlich wurden wir aufgelöst. Und und jetzt 12 Jahre später, nachdem wir quasi das akzeptiert hatten, gut, es ist jetzt ist vielleicht gar kein schlechter Zeitpunkt, sich mal gegenseitig ein bisschen Raum zu geben und sich gegenseitig ein bisschen frei zu schwimmen von diesem ständigen alles gemeinsam machen und alles gemeinsam entscheiden müssen. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, es mal wieder gemeinsam anzupacken. Und wir haben uns ja vor einem Jahr ungefähr entschieden, das zu tun. Haben das auch bekannt gegeben auf dem Deutschen Comedy-Preis und hatten jetzt am Donnerstag unseren allerersten gemeinsamen Auftritt wieder und haben ungefähr eine Dreiviertelstunde gemacht. Und direkt nach der Show habe ich gleich mal meine Eindrücke aufgenommen und bin quasi nochmal mit dem Hund draußen gewesen und habe es aufgenommen. Und das lasse ich euch jetzt hören. Boah, Leute. Völlig krass. Wir hatten heute unseren allerersten Live-Auftritt nach 12 Jahren. Nach 12 Jahren sind wir gestern aufgetreten. Was heißt gestern? Ja, vor ein paar Stunden in der Ratiopharm Arena in Ulm zusammen mit Nicole Jäger, Thorsten Bär, Heinrich Delcore und Nega Amiri hat moderiert, die Nelly. Und ja, wir waren für 20 Minuten angesetzt, wir haben 30 Minuten gespielt, aber als Headliner, waren alle glücklich, aber erst um 10 Uhr auf die Bühne und wir haben einfach, wir waren um 17 Uhr schon da und haben Soundcheck gemacht und danach hast du halt von 17 Uhr bis 22 Uhr nochmal 5 Stunden Zeit, wo du halt ständig nur aufs Klo gehst und die Zeit irgendwie versuchst rumzubringen und nervös bist und den Text nochmal durchgehst, aber du willst natürlich nicht überproben, dass du irgendwann komplett vergisst, wo du bist. Und was soll ich sagen, wir haben es sehr, sehr, sehr gut hinbekommen. Es waren knapp 700 Leute da, es war krass, es war mega. Also ich bin jetzt hier gerade mit dem Hund draußen, versuche ein bisschen runterzukommen. John ist nach Hause gefahren, ich bin nach Hause gefahren. Wir haben uns nicht irgendwie an irgendeiner Hotelbar jetzt noch gemeinsam ein Bierchen reingehauen und sind uns noch in den Armen gelegen, sondern wir haben noch ein paar Fotos gemacht mit ein paar Fans, haben Autogramme gegeben und es war gerade schön. Habe ich mal auf Instagram geguckt, ob ich neue Follower habe. Habe auf der Erkan und Stefan Seite geguckt, die ja auch so ein bisschen so kümmerlich noch so bei 2000 oder sowas ist. Und crazy, verrückt. Nach 12 Jahren so, als wäre nichts gewesen. Das Verrückte war wirklich, die neuen Sachen, die wir geschrieben haben, die haben saugut funktioniert. Was uns eigentlich auch für uns ein Signal war, die neuen Sachen sind nicht schlecht. Man kann ruhig neue Sachen schreiben, die tun auch den Figuren gut. Die alten Sachen haben auch gut funktioniert, aber es ist kein Problem, auch die Figuren aktuell. Hör dir mal einen Hund rennen hier. die Figuren auch in der Jetztzeit leben zu lassen. Das muss keine Nostalgie-Geschichte sein. Erkan und Stefan kann es ganz genauso heute auch noch geben. Und es war ein total geiles Gefühl. Es war ein super Feeling, die Leute im Publikum zu sehen, wie sie smilen, wie sie happy sind. Und ich will es hier nicht zu krass übertreiben, aber es war halt schon crazy, weil ja, da waren halt Leute im Publikum, die waren klein, als wir zum ersten Mal auf der Bühne waren. Ne? Die haben unsere Filme gesehen, als sie Teenager waren oder Kinder. Und jetzt waren sie selber mit Kindern da. Und da war einer da, der hat seinem Sohn erklärt, als der Papa klein war, war er voll der Fan von den beiden. Und der Kleine war 11. Das war so cool. Das war irgendwie dieses
Ja, dieses verrückte Gefühl, dass man halt was, so ein Impact, dass man sowas hinterlassen hat, wenn es auch nur Quatsch ist oder Krassheit oder ja, naja. So, und jetzt ist es hier gerade 1:30 Uhr nachts und ich gehe mit dem Hund nochmal raus und versuche so ein bisschen so meine Gefühle so sacken zu lassen. Wir sind von Ulm nach Hause gefahren. Meine Frau Stephanie ist gefahren, ich bin nebenan gesessen, habe mir noch ein Bierchen von der Tankstelle gegönnt als Belohnung, das klassische Belohnungsbier. Bist du Alkoholiker? Ein Bier brauchst du zur Belohnung? Nein, aber ich trinke auf gar keinen Fall vor der Show was. Will ja auch tight sein, will ja auch funktionieren, will ja auch nicht irgendwie vor mich hin lallen oder so. Ja gut, ja. Und jetzt ist es ganz schön, hier ein bisschen rumzuspazieren und die Ruhe wieder zu genießen, aber auch die Gedanken zu formulieren. Und da dachte ich mir, hey, mach das doch gleich. Formuliere die Gedanken für den Podcast. Ich bin dankbar. Ich bin dankbar, dass ich diese Figur habe, mit der man auf die Bühne gehen kann und die direkt funktioniert. Es ist aber auch ein bisschen komisch, weil ich die letzten 12 Jahre damit verbracht habe, rauszuarbeiten, wer bin ich auf der Bühne, ohne diese Maske, ohne das Kostüm. Und ich habe es eigentlich sehr, sehr, sehr genossen und will es auch nie wieder missen. Und ich werde auf jeden Fall meine ganz normale Stand-up-Comedy-Karriere als Florian Simbeck weiter verfolgen. Aber diese Erkan und Stefan-Sache macht halt auch Spaß, weil du kannst auf der Bühne sagen, was du willst. Du kannst die letzten dümmsten Ansichten haben. Wenn es einigermaßen charmant verpackt ist, macht es einfach Spaß. Und wir haben gemerkt, dass das Publikum das eben auch möchte. Und gerade in so einer crazy Zeit ist es legitim. Gerade in der verrückten Zeit, wo keiner mehr den Medien irgendwas glaubt, wo der größte Chaot, der Präsident der Vereinigten Staaten ist und der mächtigste Mann der Welt, wo es einen politischen Ruck gibt in eine Richtung, die nie irgendjemand für möglich gehalten hätte. In so einer Zeit darf man eigentlich auch den Wahnsinn irgendwie noch mehr parodieren und diese krasse Behauptung aufstellen, dass diese beiden Jungs, Erkan und Stefan, immer noch da sind und und von sich mega überzeugt sind und einfach überhaupt keinen Zweifel zulassen. Und diese ganzen Stimmen, das ist so, die Leute, die sagen, hey, ist doch lächerlich, das sind jetzt hier zwei so Mit-40er, die Teenager spielen. Scheiß drauf. Wer sagt, dass wir das nicht dürfen? Wer sagt, dass das nicht funktioniert? Und wir haben heute Abend gemerkt, und es war krass, das Publikum fand's geil. Die haben Spaß dabei gehabt. Wir haben auch ein paar alte Sachen gespielt, ein paar so Classics. Geschichte mit dem Supermarkt und mit dem Gorgonzola und so weiter. Ich weiß nicht, wer uns jemals live gesehen hat. Die Sachen haben auch super gut funktioniert. Aber man hat schon gemerkt, die neuen Sachen sind näher an der Jetztzeit dran. Obwohl natürlich im Supermarkt einkaufen ist auch nicht so, keine Ahnung. Ist jetzt auch nichts, was ein Verfallsdatum hätte, ne? Da war ein Joke dabei, wo wir gesagt haben, die unfreundliche Ossi-Tussi von der Kasse ist auch nicht mehr da. Die ist jetzt Kanzlerin. Die ist jetzt seit 14 Jahren Kanzlerin, haben wir gesagt. Und dann sagt Stefan, hey krass, ich kriege gar nichts mehr mit. Es hat super funktioniert. Und naja, also nicht verzagen, weitermachen und weiter daran arbeiten. Unser nächster Auftritt ist im Juni in Ingolstadt. Da treten wir eine halbe Stunde vor lauter Polizisten auf. Krasses Ding, das sind wir gebucht worden von der Kriminalpolizei Ingolstadt. Und dann sind wir im August sind wir in Weilburg, wo auch immer das ist. Weilburger wissen das. Und dann geht es dann am 16., glaube ich, am 15. oder 16. September sind wir dann zum ersten Mal mit unserem neuen Solo-Programm 90 Minuten on Stage. Ihr seht uns in Mannheim im Kapitol, in Düsseldorf im Savoy-Theater und in Frankfurt in der Käse. Da sind schon die Hälfte der Karten weg. Und naja, dann kommen halt die anderen Termine nach. Ne? 2. Oktober Ingolstadt und dann 20. Oktober, krass, 20. Oktober Zirkus Krone in München. Und der allergrößte, allerkrasseste Termin, den wir jeweils hatten, auch schon fast zur Hälfte ausverkauft. Und fast zur Hälfte ausverkauft. Merkt ihr das?
Das Wort ausverkauft ist der geile Trigger. Zur Hälfte, klingt noch okay, aber fast zur Hälfte. Nee, ich glaube, da passen 2100 Leute rein und wir haben schon jetzt 800 verkauft. Das ist schon okay. Das ist nicht schlecht. Und das wird natürlich mega gut. Wir freuen uns tierisch. Und heute haben wir auch, genau, da war ein Filmteam da und die haben, glaube ich, mit 2 oder 3 Kameras mitgefilmt. Und wir werden uns heute Abend diese Woche am Freitag kriegen wir das Videomaterial. Werden wir unser Zeug nochmal angucken und schauen, was kann man optimieren. Wo hat es gut funktioniert? Wo sieht man uns an, dass wir uns vielleicht auch selber unwohl fühlen? Und ja. Und dann werden wir feilen und basteln und schreiben und anknüpfen. Und dann werden wir diese beiden alten Figuren, Erkan und Stefan, wieder fresh für die 2020er machen. Krass, oder? 2020. Ich weiß noch, hey, wir haben als Erkan und Stefan im Jahr 1996 angefangen und wir haben uns lustig gemacht über das Jahr 2000 und was da alles passiert und die Millennium Bug. Hey, das waren Themen. Der Millennium Bug. Damals, wir haben 1999 gab es eine Sonnenfinsternis. Da gab es diese Sophie-Brillen und die war genau an einem Tag, als wir den Erkan und Stefan einen Kinofilm gedreht haben. An einem dieser Drehtage haben wir tatsächlich eine Drehpause gemacht, um für uns eine Stunde die Sonnenfinsternis zu gönnen. Das war finanziell nicht irrelevant, da eine Stunde Pause zu machen an so einem Tag. Und einer von unseren Erkan und Stefan Sketchen, der drehte sich dann darum, dass jemand gebrauchte Sonnenfinsternisbrillen für die Jahrtausendwende als Millenniumsbrillen verpackt und verkauft hat. Albern, wieso spreche ich davon jetzt? Aber das waren halt die Themen damals. Das waren die Themen. Die Sophie, Millennium, dass der Millennium-Bug, dass die Computer auf einmal nicht mehr funktionieren. Dann kam 2002, oder war es 2001, kam der Euro. Ja, der Währungswechsel. Und jetzt ist es fucking 2019. Und damals war ja 2001 Space Odyssey, war ja die krasse, der krasse futuristische, die futuristische Version. Und damals hat man gesagt, hey, lass uns noch einen zweiten Teil drehen. 2021. Das ist jetzt auch schon übernächstes Jahr. Genauso wie Back to the Future. Marty McFly ist längst gelandet und schon wieder zurück. Wer hätte es gedacht, dass wir immer noch nicht fliegende Autos haben. Dass wir gerade noch mit dem Thema Elektromobilität kämpfen und noch nicht wissen, ob wir zwischen Elektro- oder Wasserstoff, was der bessere Weg ist. Und ich denke, für Erkan und Stefan wird es noch genügend Themen geben. Und mit diesem Gedanken haue ich mich jetzt aufs Ohr. Ich bin eine schöne Runde mit dem Hund gegangen und ich bin froh, dass ich meine Gedanken ein bisschen teilen konnte. Weil sonst ist es so doof, das ist halt schon monumental. Also für mich halt und für John. Also für uns war es monumental, nach 12 Jahren Abstinenz dieses Ding mal wieder zu reaktivieren und wieder richtig Spaß damit zu haben und Begeisterung auszulösen und zu sehen, hey cool, das ist eine Marke, das ist eine Franchise, den wir geschaffen haben, was jeder fucking Mensch in Deutschland kennt. Außer vielleicht Kinder oder junge Jugendliche. Und so viele Leute haben immer gesagt, mach doch bitte wieder was. Und das haben wir jetzt gemacht. Und jetzt gucken wir mal. Wir bleiben dran. Ihr dürft gespannt sein. Und ich hoffe, wir sehen uns auf irgendwelchen Auftritten. Und schlagt uns doch mal lustige Merchandising-Produkte vor. Weil das muss jetzt geplant werden. Vielleicht fällt euch was ein. Also, bis später. So, also das waren meine allerersten Eindrücke. Ich dachte mir, ich verarbeite es gleich direkt, damit es unverfälscht ist und total real. Und nicht, dass ihr denkt, das ist jetzt hier so der Erkan und Stefan Behind the Scenes Podcast. Nein, aber es passieren auch reale Dinge, solche Dinge in meinem Leben. Und ich wollte einfach daran teilhaben lassen. Und jemand, der auch mit dabei war an diesem Abend,
ist meine liebe Frau Stefanie und die ist heute hier mit am Mikro. Ja, das war ja für mich, es war ehrlich eine perfekte Show. Ihr habt alles perfekt gemacht. Das war von Ton her, von Technik her, von Text her, alles war wirklich perfekt. Echt? Warst du so? Wirklich? Ja. Es war alles, das war wirklich alles perfekt. Ein perfektes Show. Man hat nicht gemerkt, dass ihr seid nicht zusammen auf der Bühne gewesen seit 12 Jahren. Eure Stimmen sind nicht, auch nicht alt geworden. Was passiert mit vielen Leuten, zum Beispiel gerade Madonna bei der ESC, dieser Song Contest. Ja, hast du es gehört? Wie furchtbar sie war. Und, aber bei euch, man hat nicht gemerkt. Von Ton her hat nicht auch so alt angehört oder eure Bewegung auf der Bühne. Das war wirklich auch die Energie. Ja. Zwischen euch, zwischen ihr euch beiden, ich bin ja, Ausländerin. Zwischen euch beiden. Ja. Zwischen euch beiden. Ja, es war einfach perfekt. Hast du uns jemals live gesehen? Ja, hast du schon. Hat richtig Spaß gemacht. Wow. Ja, du kannst dir vorstellen, dass wir natürlich komplett nervös waren und überhaupt nicht wussten, wie wir rüberkommen, ob man uns aus dem Saal unser Alter ansieht. Ich hatte auf der Bühne teilweise das Gefühl, ich stehe ein bisschen bucklig oder ein bisschen wie ein alter Mann da, aber eigentlich war alles gepasst. Ich habe später die Fotos gesehen und es sah genauso aus wie früher. Ja, das war wirklich super. Und der John hat so einen krassen Kick gemacht. Am Schluss, als wir mal auf die Bühne rauskamen, ist er hochgerannt. Da hat mehrere. Es war echt der Hammer. Ich habe so ein Foto, habe ich auch auf Instagram gepostet, auf der Erkan und Stefan Seite, wo er wirklich so einen halben Meter hoch in der Luft ist. So geil, mega krassen Kick rauskam. Danach lag er 2 Tage jetzt bei der Physiotherapeutin. Nein, ich glaube, es ging ihm ganz gut. So, wir haben unseren Hund hier. Der Hund möchte auch mitsprechen. So, du setzt dich jetzt hin, okay? Wir machen gerade Podcast. Alright. Okay. So, also sehr persönlich, sehr, sehr familiärer Moment hier. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass es natürlich auch ein Moment war, der unter die Haut ging, weil so dieser Comeback-Versuch von Erkan und Stefan, was heißt Comeback-Versuch, diesen Anlauf zu nehmen, zu sagen, wir versuchen es jetzt nochmal, das ist ja auch eine existenzielle Entscheidung. Was ist, wenn das Ding nach hinten losgeht? Was ist, wenn es scheiße ist und so weiter? Oder? Und da haben wir echt viel, viel, viel geprobt und geübt. Ey. Ihr habt wirklich auch dazu die aktuellen Themen auf Erkan und Stefan Stil rübergebracht. Das habe ich auch gesehen. Ja. Ja, was hältst du davon, dass man auch sich so quasi so die Jugendsprache von früher, von heute, diese ganze Hurensohn-Geschichte und Brate und so weiter. Und korrekt zu sein, nicht schwul zu sagen. Ja, stimmt, schwul haben wir nicht gesagt, ja. Einmal. Ja, dann hat aber Erkan gleich gesagt, hey, schwul sagt man nicht mehr. Genau. Dann habe ich gesagt, dann halt vegan. Genau. Vegan ist das neue Uncool. Ja, du, mein Gott, ey. Es wäre, glaube ich. Alle Veganer da draußen, der meint es nicht ernst. Natürlich nicht. Ihr wisst selber, wie uncool ihr seid. Unser Sohn ist ja auch Vegetarier. Hey, Respekt an ihn an dieser Stelle. Genau. Seit fast 2 Jahren. Fast 2 Jahren. Krasser Dude, oder? Und er ist nur 13. Ja, weil er konnte den Tieren nicht mehr länger beim Leiden zuschauen. Genau. Er ist gar nichts mit halt der Werbesäule. Ja, ja. Nee, bin ich ja sehr stolz auf ihn. Das geht gar nicht. Hey, alles cool, ihr könnt euch ernähren, wie ihr wollt. Und ich finde es auch gut, wenn man einen ökologisch möglichst kleinen Fußabdruck hinterlässt. Alles okay. Klar, logisch. Ja, aber euer aber Show Erkan und Stefan, es wäre doch doof, wenn Erkan und Stefan nur noch politisch korrekt wären. Dann wäre es doch nicht mehr Erkan und Stefan. Ich glaube, das ist doch gerade das Lustige an den beiden Charakteren, dass sie provozieren wollen, aber irgendwo nicht beleidigen. Nicht beleidigen, ja, genau. Ja, oder halt irgendwas nur halb aufschnappen und nicht so richtig verstehen und so. Ja, ich bin übrigens auch mit einer Trainingshose auf die Bühne gegangen. Ja, stimmt. Ich habe mir nochmal eine Adidas Firebird auf eBay geschossen. Ich habe die ganzen Termine davor mit der Trainingsjacke und der Jeans gemacht, weil ich dachte, das ist eigentlich auch ganz cool. Aber es war dann schon cool, mit der Trainingshose auf die Bühne zu gehen. Komplett in Adidas. Von Kopf bis Fuß. Original. Hast du dich nicht geschämt? Stefan. Hast du dich geschämt? Nee, weil du verdienst da Geld. Es ist mir so peinlich, aber no shame in your game.
Make that money. Ja. Make it rain. Ja, okay, man muss dann natürlich dazu sagen, dass das Erkan und Stefan halt eine Brand ist. Da kann ich als Flo Simbeck noch so viel touren. Und wie gesagt, ich war ja, wie schon öfter mal betont, ich bin ja im Jahr zwischen 150 und 170 Tagen auf Tournee. Und das kann man natürlich gerade jetzt muss der Hund hier. Aber ich, genau wie ein Baby. Ja. Ich möchte nicht einschlafen, lass uns spielen. Ja, unser Dönertier, komm hier. So, jetzt aber Schluss. Wer von euch hat auch einen Hund? Sind Hundebesitzer da draußen? Wisst ihr, wie das ist, wenn ein Hund Aufmerksamkeit braucht? Und geht nicht schlafen. Ja, genau. Leg dich hin jetzt. Und geh mal schlafen. Da ist dein Platz. Geh auf deinen Platz. Schlafen. Geh auf deinen Platz. Nein, hör auf. Das ist Mikro in Ruhe. Genau. Okay. Ich glaube, du suchst Trouble, oder? Du suchst Trouble. Wir sind nicht alle Vegetarier in der Familie. Ja? Okay. Wir haben hier einen Labradoodle und Labradoodle sind unheimlich touchy. Die wollen halt immer gestreichelt werden. Die heben dann die Pfote und wollen dich mit der Pfote, wollen deine Hand mit der Pfote zu sich ziehen, damit du sie weiter streichelst. So, solange ich den Hund weiter streichel, können wir auch weiterleben. Genau. Okay. Wo waren wir? Wo sind wir stehen? Wir waren in Ulm bei der krassen Erkan und Stefan Show. Ja. Und ich habe gesagt, ich kann als normaler Stand-Up-Comedian, und ich liebe das ja, als Flo auf die Bühne zu gehen und nicht in dieser Figur. Weil Figuren sind ja schon was so in den 90ern, 2000ern voll der Shit war. Da hat man sich überlegt, ja, wen kann ich spielen als Comedian? Bin ich der grantige Taxifahrer? Bin ich der Hausmeister, der Alkoholiker-Hausmeister oder so? Und dann kam Stand-Up so aus USA, die Comedians, die einfach nur von sich erzählen und nicht irgendeine Figur spielen. Mhm. Ja, und was ist mit diesen ganzen YouTube-Leuten und Instagram? Das sind nur Figuren. Sind es Figuren? Ja, klar. Was für Leute meinst du da? Alle. Du meinst diese Influencer oder was? Ja, nicht nur das. Kim Kardashian, das ist... Ja, okay. Ja. Figur. Ja. Meinst du die Faken? Die sind in Wirklichkeit ganz anders? Ja, die ist total fake. Echt? Scheiße, ich hab's geglaubt. Sorge ihre Arsch. Ich hab's geglaubt, ja. Fake. Nee, komm ey. Ich glaube, wenn du mit Kim Kardashian zusammen wärst, dann hättest du den gleichen Stress wie mit Kim Kardashian, die du im Fernsehen siehst, oder? Nee. Die wird sich nicht trauen. Komm, Prince hat sich auf die Bühne gezogen zum Tanzen. Die könnte sich nicht bewegen. Echt? Weil die hat so viel Angst, sich selbst zu zeigen. Wenn sie es nicht selbst kontrollieren kann? Ja. Okay. Was hast du dir eigentlich gedacht, als du den Stefan kennengelernt hast? Weil Stefan hat ja nie Groupies, ne? Stefan war ja jemand, wo alle Weiber immer dachten, was ist das? Ich habe dich nicht als Stefan kennengelernt. Ich habe dich als Florian Simbeck kennengelernt. Und das war auf den, wie heißt es dann, wenn diese Berg-Dingsbums-Partys? Bergfest. Genau. Bergfest, muss man dazu sagen, wenn ein Film gedreht wird, bei der Hälfte der Drehtage macht man das Bergfest und sagt so, bis. Und auch auf der Abschlussparty und dann auf der Premiere. Aber erstens auf den Bergfestparty, ja. Weil ich habe da gespielt in den zweiten Film, oder? Ja. Ja, ich war den Bunny im Fernsehen, ich sollte mich aussehen. Das habe ich vor zwei oder drei Podcasts gesagt, habe ich gesagt, du warst das Videospiel-Bunny. Genau, und du dachtest und, wirklich, und dass ich war wirklich animiert, bis ich zu dir gekommen bin und ich habe meinen Satz, meinen Text gesagt und du dachtest, hä? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin das. Und ja. Ja, und wir haben bei dir den Bunny-Zieh-Dich-Aus-Knopf probiert, aber hat nicht funktioniert. Irgendwann mal später. Irgendwann später schon. Zweimal ausgezogen, zweimal Kinder gemacht. Voll effizient. Ich wusste nicht, dass ich mich auch ausziehen muss. Naja. Ja. Unten auch nicht. Ja. Ja, aber dann bist du mit so einem Typen zusammen, der im Trainingsanzug rumrennt und einen 17-Jährigen spielt. Und nicht mal bekommt. Nee, ihr seid wirklich fast da zum Ende seid ihr gewesen und du warst dabei, dich zu entwickeln als Flo Simbeck. Aber wir haben, unsere Tochter war schon auf der Welt, als wir den dritten Film gedreht haben. Ja, nee, das hat mich nicht gestört. Das war für mich, dass du gehst einfach in der Arbeit und mach dein Ding, weil ich war auch dann Tänzerin, Schauspielerin. Das war für mich, ja, du gehst einfach in der Arbeit. Aber dass ich so eine Figur spiele, also so ein
so ein Dude, der eigentlich Hip-Hop-Kultur imitiert, gerade du als US-Amerikanerin, du musst dir doch gedacht haben, was sind das für Characters? Nee, eigentlich nicht. Nur, dass du das gut magst und nicht beschissen. Das war eine, es ist halt, ja, sei nicht peinlich. Denkst du, so eine Figur würde in den USA Chancen haben? Du, die Figuren in den USA sind momentan so extrem und so stark. Ich denke, ob das sich lohnt oder nicht. Nee, ich meine nur einfach wegen Political Correctness. Political Correctness, Trump. Wie political correct ist das? Ja. Hallo, was ist das für ein Vorbild? Ja, das ist auch unser Argument eigentlich, zu sagen, ey, der größte Clown von allen ist im Augenblick. Das ist der euer mächtigste Führer. Mann der Welt. Ja. Ja, eigentlich muss man sowas. Merkel und Stefan müssen den Typen eigentlich komplett feiern. Auf jeden Fall. Ein Besuch in der White House. Ja, das ist so einfach, dem Typen einmal fünf, einmal Trump 5 geben, das muss doch sein. Auf jeden Fall. Ja, wir haben uns auch überlegt, wie gehen wir mit dieser Geschichte in Österreich um, mit dem... Mit dem Vizekanzler. Trump Junior. Mit dem Vizekanzler, der sich mit Prostituierten und Pseudo-Oligarchinnen trifft, um die Presse an sich zu reißen. Ich sag einfach full throttle. Der Typ ist ja der Hammer, oder? Der Typ ist ja Killer. Der ist ja Wahnsinn. Das ist genau, was ich meine. Die Fake-Leute. Ja. Der stellt sich vor, ich bin Politiker, ich bin von Volk, ich stelle mich hin, ich möchte was richtig ist, ich tue was vor dem Volk, bla 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 bla, was bin ich? Mhm. Ich bin ein rassistischer Arschloch, was weiß ich. Der versucht, die Medien zu kontrollieren, aber gleichzeitig immer Lügenpresse ruft. Ja. Genau so, das ist genau, was ich meine. Und das ist für mich auch ein großer Problem momentan mit in der Politik ist es, ob die ganze Schauspieler und Entertainer, die gehen vor, als ob die sind Politiker, und die Politiker, die gehen, als ob die sollten Superstars sein. Ja, aber ich muss sagen, mir passiert es öfter, dass ich als Pseudo oder sagen wir mal Z-Promi gefragt nach meiner Meinung gefragt werde, und dann sage ich meine Meinung und dann 50% der Leute sagen, wieso machen der sich so wichtig? Der soll bei seiner Comedy bleiben. Mich interessiert nicht, was der sagt. Oder zum Beispiel bei Til Schweiger, bestes Beispiel. Til Schweiger hat sich engagiert oder hat sich eingesetzt, hat sich politisch engagiert. Für was? Als damals die AfD groß wurde und Hetze gegen die Flüchtlinge gemacht hat. Okay. Hat er einfach gesagt, okay, Menschlichkeit nicht vergessen, wir können die Leute auch nicht ertrinken lassen, und da wurde er mundtot gemacht, von wegen, der soll seine Filme drehen, der Idiot. Ja, aber die waren die Leute von den AfD, das waren nicht normale Leute. Ja. Weil wenn es geht um Menschengerechtigkeit und sowas oder die Erde oder unsere Lebensqualität, ja klar, man sollte sich einsetzen, aber nicht nur der Meinung zu sagen, ich bin in der Meinung, Frauen sollten nicht wählen. Ich bin in der Meinung, dass wir können jetzt 9-Jährige heiraten. Solche Scheiß, nee. Politisch einzusetzen geht gar nicht, wenn es einfach blöd ist. Aber wenn es wirklich so cross the board, so irgendwas, der sich für alle Gerechtigkeit oder so alle Menschen sind, das verstehe ich. Aber einfach jemand rauszukommen und zu sagen, ja, sowas, das geht gar nicht. Ja, der Meinung bin ich auch. Hey, für mich ist halt dieser Zwiespalt. Einerseits sagen die Leute, hey, du stehst in der Öffentlichkeit, du hast eine Vorbildfunktion. Es ist wichtig, dass du dich für gewisse Themen auch äußerst. Und kaum tust du es, sagen die Leute schon wieder, halt dein Maul, du bist Schauspieler, wir wollen nicht... Wahrscheinlich kannst du es den Leuten nie recht machen. Ne? Die einen. Nein, das ist nicht die Leute. Hören, die Leute sind vor so ein Scheiß. Wenn es unrecht ist. Das ist warum, das muss darüber gesprochen werden. Weil es gibt viele Leute, mehr sein sollte, die sind ungerecht. Und ich denke, das ist egal, was du magst. Ob du
ja, Müllmann bist oder wie sagt man das, Müllmann? So korrekt, politisch korrekt. Müllmann. Ja. Du arbeitest bei der Müllabfuhr. Ja. Wenn du fährst einen großen orangefarbenen Mercedes. Genau. Du arbeitest bei den Entsorgungsbetrieben. Genau. Bei den städtischen, also bist wenn Angestellter, du so, bist, das ist mir egal, dass du sowas machst. Excess Human Waste Manager. Excess Waste Manager. Handling Manager. Weil wir können wirklich alle wirklich ehrlich sein, dass wenn jemand sagt, okay, sowas mache ich, die denken, das ist wirklich der letzte Job auf der Erde, das man machen könnte, außer hinter Pferden zu gehen und den Scheiß aufräumen. Ja. Pferdeäpfel sind gesund. Genau, aber die Sache ist, jeder hat eine Meinung. Und wenn das vor Gerechtigkeit ist, sollte man sich einsetzen. Mhm. Ja, natürlich. Punkt, fertig, aus. Ja. Vor Gerechtigkeit, nicht vor Unrecht, aber vor Gerechtigkeit. Ja, ich glaube, das größte Problem im Internet sind die Leute, die diese Meinungsfreiheit für sich selbst beanspruchen, aber anderen Leuten ihre Meinung nicht zugestehen. Wie sind wir da eigentlich drauf gekommen? Trump. Der Typ. Wie würde das sein, wenn ihr in den USA sowas auftreten würde? Genau, wären Erkan und Stefan in Österreich würden wir gesteinigt werden. Ja. Ah. So, aber jetzt haben wir es erledigt. Unser nächster Auftritt ist im Juni, da treten wir vor der Polizei auf. Da geht ja politisch korrekt ab. Ja, Junge, vor, ich glaube, weiß nicht, wie viele Polizisten in Ingolstadt sind wir gebucht. Wie viel? 400. Nicht schlecht. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall sind wir da safe. Da kann uns nichts passieren. Ja. So viele Cops auf einem Haufen. Und dann heißt natürlich Freundschaften schließen. Wer schützt dann Ingolstadt? Verbrecher kommen raus. Oh, super Thema. Verbrecher kommen raus, an welchem Tag? Genau. Leute, wenn ihr jetzt zuhört, ich muss mal im Kalender gucken. Moment. Wir sind in Ingolstadt. Am nächsten Tag, schau, wie viele Verbrechen gab es an diesem Tag. Weil die waren alle beim Erkan und Stefan. Oh Gott, wo habe ich es denn? Ingolstadt? Oh, ich habe es gar nicht hier. Doch hier, doch da. Oh, am 5. Juli. Am 5. Juli, Ingolstädter Kriminelle, gegen 11 Uhr sind alle Polizisten im Polizeipräsidium, weil wir da mit Erkan und Stefan auftreten. Aber wir verlangen auf jeden Fall 10% von eurer Beute. Ja. Gleichzeitig sind wir am Abend des 5. Juli in der NDR Talkshow, die wird ausgestrahlt. Genau. Okay. Da fahren wir nämlich übermorgen sind wir bei der NDR Talkshow in Hamburg. Okay. Es wird da aufgezeichnet. Und danach gehen wir noch in die Schmitz Mitternachtshow und machen dort einen kleinen Überraschungsauftritt. Das erfahren jetzt auch nur die Podcast-Listeners. Ja, genau. Aber eigentlich, ich bin sehr stolz auf dich, Schatzi. Ja. Hast du dich nicht geniert? Du verdienst Geld, du kannst. Ist ja nicht so, dass es uns schlecht gegangen wäre, als ich als Florian Simbeck aufgetreten bin. Was ich übrigens auch nicht aufhöre. Nee. Das möchte ich, dass jeder hört. Also ich höre nicht auf mit Comedy Lounge, ich höre nicht auf mit meinem Comedy-Programm. Die Erkan-Stefan-Geschichte, das ist jetzt eine exklusive Geschichte. Das ist irgendwas, was wir so Unrecht und Gerechtigkeit. Deutschland, deutsche Leute. Ja. Wir können alle mehr als eine Sache machen. Nicht einfach in eine Schublade stecken und sagen, du machst nur eine Sache und das war's. Ja, vergiss es. Das ist genau. Das liegt wahrscheinlich, daran liegt es wahrscheinlich, dass ich das jetzt so betone, dass ich die anderen Sachen noch weitermache. Besonders mit Talent und Kreativität. Das ist wirklich, es ist so, viel, viel Platz zum Spielen. Du, ich sag's dir, als ich nach der Erkan und Stefan-Zeit habe ich viel als Schauspieler gearbeitet und bin dann parallel als Stand-up-Comedian auf die Bühne gegangen und plötzlich hat sich's in der Schauspielbranche rumgesprochen, der ist jetzt Stand-up-Comedian. Oder ist du und dann hat man mich gar nicht mehr angefragt. Und dann, als ich mich auch bei uns im Landkreis ehrenamtlich politisch engagiert habe, haben sowohl Schauspielcaster als auch Comedy-Bühnen gesagt, der ist jetzt in die Politik gewechselt. Dabei war das ja echt nur ein ehrenamtliches Nebenbei in meiner Freizeit, sich auch
für die Belange der Gesellschaft im mittelbaren Umfeld einsetzen, ohne Bezahlung. Aber zu denken, der ist jetzt und dann auf einmal kamen keine Anfragen mehr. Muss man sich mal vorstellen, wie kurzsichtig die Leute in der Branche sind, dass sie denken, ja, den buche ich jetzt nicht mehr. Und die sollen kreativ sein. Den brauche ich jetzt gar nicht mehr. Ja, wie der Horizont, klar, logisch. Genen. Klar, die kennen halt nur, ihre Welt. Ja. Manche von diesen Leuten wirklich, die sitzen im Büro, die haben wirklich keine Ahnung. Na klar. Ey, meine Mama war Lehrerin, die kam ihr Leben lang nie aus der Schule raus. Die hat nur diesen Horizont gehabt. Das war echt und crazy. Die ist verantwortlich für unsere zukünftige. Ja. Nee, alles gut, ja. Aber als ich mir damals eine Motorrad gekauft habe, eine 600er, da hat sie mich gefragt, ist das so groß wie eine 80er? Weil das war das, was bei ihr an der Schule alle gefahren haben und womit die Kids halt, die 16-Jährigen, an ihrer Realschule die Unfälle gebaut haben. Ja, aber gleichzeitig. Dass mein Motorrad Ich kenne mich auch nicht aus mit Motorrad. Größer und schwerer war. Ich kenne mich auch nicht aus. Und schneller fahren konnte. Du kennst dich auch nicht aus. Unsere Tochter will Motorrad fahren. Schauen wir mal. Ja. Helm hat sie schon. Bitte? Ein Helm hat sie schon. Nicht ein Motorrad, ja. Ja, doch. Von wo? Im Keller. Wir haben noch diesen voll... Als ob Helm. Sie das nehmen wollte. Sie möchte was Neues. Sie hat gesagt, sie nimmt den. Schauen wir mal. Ja. Wovon reden wir hier? Okay. Eltern, Angst. Ja, scheiße, Mann. Aber bald haben wir es geschafft. Bald sind beide Kids aus dem Haus. Dann geht die Party wieder los. Nee, Sorgen werden nur größer. Meinst du? Was machen die? Tun die? Ja, schaffen sie es. Haben sie den richtigen Bildungsweg eingeschlagen? Hoffentlich werden sie nicht Schauspieler. Oder Comedians. Nee, das denke ich nicht. Muss nicht auch nicht sein. Ich bin zufrieden mit meiner Berufswahl. Ja, sollte es so sein. Aber die Luft ist verdammt dünn. Das muss man schon auch dazu sagen. Also, wenn zu mir einer sagt, du, ich möchte auch Comedian werden, dann würde ich sagen, lern was gescheites. Und dann mach Comedy nebenbei. Und wenn du merkst, es funktioniert, dann kannst du eventuell vorsichtig den Shift machen. Aber nicht einfach sagen, ich breche jetzt die Schule ab und ich werde Comedian. Ja. Das ist ein Risikospiel. Ja. Und da gibt es verdammt viele mittlerweile, die denken, das sei so easy. Der Jugendliche. Oder Schauspiel. Alter. Ja, jeder hat immer so diesen großen Traum, über Nacht Superstar zu werden. Ja. Und besonders in dieser Internetzeit, diese Internetbabys, das ist schrecklich. Ja klar, es wird ihnen vorgegaukelt. Die glauben, das ist es. Ich werde jetzt Influencer und dann verdiene ich so meine Kohle. Ja, also wer da draußen Schauspieler oder Comedian werden möchte, schreibt mir. Nein, das tust du nicht. Ich werde eure Situation analysieren und werde euch sagen... Nee, das tust du nicht, der hat keine Zeit. Nein. Der hat keine Zeit, das tust du nicht. Du, ich freue mich immer auf Feedback. Ich muss ja den Podcast ja auch füllen. Ich bin ja dazu verpflichtet, ja, ich weiß, 45 aber Minuten Cowboy. Vollzumachen. Langsam. Ja. Okay. Du hast viel auf deinen Teller momentan. Das stimmt, genau. Danke, dass du es ansprichst. Heute Abend bin ich nämlich in Köln-Porz bei Wahnsinnig Komisch. Timo Turga macht eine eigene Comedy-Show, wo ich Timo, zu Gast bin. Yay. Jawohl, unser Timo. Was kannst du zu Timo sagen, Stephanie? Ich mag dich, Timo. Ja, Timo. Timo. Timo ist seit 2 Jahren ungefähr in der Comedy. Ich kenne aber erst seit einem Jahr, aber der hat jetzt ein paar Mal schon für uns gespielt. Der hat die Comedy-Lounge-Tour mitgemacht. Der hat sich super entwickelt. Super guter Typ. Und er macht jetzt seine eigene Comedy-Show. Macht unser Barrierefrei. Erste Mal, genau, bei Comedy Barrierefrei ist er mit dabei. Und heute Abend bin ich bei ihm zu Gast. Tobi Kapp ist auch noch mit dabei. Tobi ist auch beim Bar, der moderiert unsere Barrierefrei. Genau. Und das Ganze ist in der Groove Bar in Köln. Groove Bar und Lounge in der Frankfurter Straße 200 in Köln. Also kommt vorbei, würde mich sehr freuen, bei Wahnsinnig Komisch. Ich bin Headliner und sonst ist auch noch mit dabei. Wartet mal, ich gucke mal hier ganz kurz hier in den Chat. Wo ist es denn? Wir haben immer so lustige Facebook-Gruppen. Ich glaube nicht, dass ich irgendwelche falschen Namen sage.
Na gut. Oh, haben die Gruppe vielleicht auf WhatsApp gemacht? Das kann natürlich sein. Ja, WhatsApp-Gruppe, genau, okay. WhatsApp-Gruppe, hier sehe ich, wer dabei ist. Serkan Atesh ist mit dabei. Da freue ich mich drauf. Serkan kommt aus Essen, lebt mittlerweile auch in Köln. Tobias Kepp ist dabei, Lara Autsch ist dabei, Christin Juksch ist dabei und das kann ich nicht erkennen, SDTS, wer das ist. Auf jeden Fall wird's cool. Heute Abend bei Wahnsinnig Komisch. Dann einen Tag habe ich frei, dann bin ich abends in Hamburg, zeichne die NDR Talkshow auf und bin dann nachts, danach gehe ich noch ins Schmitz-Theater und spiele die Schmitz-Mitternachtsshow. Kommt vorbei und und am Freitag ist die Aufzeichnung von Genial daneben. Habe ich das jetzt alles richtig? Nee, genau, Freitag ist Genial daneben und Samstag ist die Schmitz-Mitternachtsshow mit Aufzeichnung der NDR Talkshow. Genau. Und dann am Dienstag ist die Comedy Lounge Ingolstadt. Es gibt noch 7 Karten. Greift zu, holt sie euch. Am Mittwoch bin ich in Oldenburg. Das wird ein Ride. Dienstag Ingolstadt, Mittwoch Oldenburg, Donnerstag Augsburg. Genau. Oldenburg ist ja auch wieder ganz oben im Norden. In Oldenburg bei Boing Comedy, also heute in einer Woche Boing Comedy in Bachmanns Musikcafé in Westerstede bei Oldenburg. Genau. Kommt vorbei und dann am Donnerstag drauf in Augsburg und dann am Samstag in Fürstenfeldbruck beim Food Truck Festival. Da sind ein paar tausend Leute da und ich spiele auf der Kabel 1 Bühne. Okay, Leute, das war's. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören bei unserem Podcast. Oh, würdest du nicht diese tolle Geschichte erzählen von den aus Syrien? Oh. Das finde ich toll. Was? Hilf mir schnell. Ja. Ach ja, wow, genau das war ja der Grund überhaupt. Richtig. Genau. Ich wurde angeschrieben. Leute, das ist der absolute Hammer. Ich habe auch übrigens gefragt, ob ich es vorlesen darf. Moment. Nach dem Erkan und Stefan Auftritt hat mich jemand, beim Erkan und Stefan Auftritt, wie übrigens bei jedem Auftritt, wenn ihr zu uns auf die Tour kommt, geht auf die erkanundstefan.de Seite. Da könnt ihr unsere Tourdaten sehen. Wir werden immer Fotos machen danach mit jedem. Wir haben eine tolle Fotowand und es wird Dönertiere geben aus Plüsch und es wird T-Shirts geben. Und wir machen Fotos mit jedem. Und diesmal in Neu-Ulm bei unserem Krass. Ersten Auftritt, da war eine junge Familie da, wo die quasi die Kids, die jetzt auch schon Erwachsene waren, sich wahnsinnig gefreut haben, uns zu sehen. Und deswegen, und wir haben mit ihnen Fotos gemacht und die eine Frau hat gesagt, das junge Mädel, was heißt das junge Mädel, die freut sich, die ist den Tränen nahe, dass sie euch sieht und ich hab sie umarmt und die waren beide so Anfang 20 und dann hat die uns auf Instagram geschrieben, ihr wisst gar nicht, wie sehr ihr die beiden beeinflusst habt und wie viel ihr den beiden bedeutet. Gestern gab es nicht wirklich die Möglichkeit, euch das so mitzuteilen. Die zwei Geschwister, er ist mein Freund, hatten echt ein sehr hartes Leben. Immer wenn es rund ging, haben die beiden sich eure Filme angesehen und kennen jede Stelle in- und auswendig. Die zwei haben eure Filme sogar als Kinder und Jugendliche nachgespielt. Das ist schon crazy, wenn man sich vorstellt, dass man so eine Rolle im Leben von anderen Leuten spielt. Man wollte eigentlich nur irgendwie unterhalten. Und wo waren die? In Syrien, oder? Warte, sie hat dann mit einem Handtuch um den Hals als Kind und er mit Kette gespielt. Ihr habt den beiden Halt geschenkt und Verbundenheit miteinander. Ihr habt ihnen Lachen geschenkt in einer Welt, in der es für sie nichts zu lachen gab. Sie wurden abgeschoben, in Serbien dann bombardiert und haben Krieg und Elend erleben müssen, aber immer wart ihr da, wo die zwei sonst niemanden hatten. Er, also sie hat den Namen geschrieben, aber ich sage jetzt den Namen nicht, er hat auch gesagt, die beiden, ihr habt keine Vorstellung, was ihr für die Geschwister bedeutet. Wenn er an seine Schwester denkt, an ihre Kindheit und Jugend, dann seid ihr immer mit dabei gewesen. Eure Kunst hat die beiden miteinander verbunden und ihnen geholfen, den Alltag, den man sich so als Normalbürger nicht vorstellen kann, zu überwinden. Es war kein Spaß, als ich sagte, sie habe geweint vor Glück, als sie hörte, dass ihr wieder zurück seid.
Ihr habt beide maßgeblich geprägt und inspiriert und dafür wollte ich euch nochmal danken. Denn die beiden sind nun meine Familie und zu sehen, wie der Mann, den ich liebe, und seine Schwester, die für mich wie meine heute ist, so glücklich sind, das war wundervoll. Dafür danke. Bitte leite das auch weiter an deinen Komplizen. Ihr wusstet es gestern nicht, aber ihr seid euren wahrscheinlich größten Fans begegnet. Danke. Genau. So, wenn du sagst, du magst es und wenn du nur ein Mensch so das Leben verändern könnte oder ein ja, beeindrucken, da gab es zwei, drei, mehrere. Ja. Das hast du gemacht. Also als ich das gelesen habe, du als ich dir das erzählt habe, habe ich echt auch selber geheult, was mich so berührt hat. Und, ja, ich bin auch jetzt gerade das so. Ja, die Worte sind unwahrscheinlich offen, ehrlich und gehen ganz schön tief. Und man unterschätzt es einfach. Man bringt die Leute zum Lachen. Aber wenn ich mir vorstelle, die beiden Kinder saßen da in Serbien und wurden bombardiert und haben sich gegenseitig Mut zugesprochen, indem sie unsere Erkan und Stefan-Sketche gemeinsam durchgespielt oder vielleicht auch nur runtergebetet haben, wer weiß es. Aber wir waren da, das ist so, man soll sich nicht zu ernst nehmen im Leben, man soll aber nicht unterschätzen, wie viel es wert ist, wenn man was Gutes tut. Und, genau. Ja. In diesem Sinne können wir doch stolz sein, etwas gemacht zu haben, etwas bewirkt zu haben in unserem Quatsch. Und das haben bestimmt viele andere Comedians auch. Ich selber habe ja auch Otto-Sachen auswendig gelernt. Und wenn es mir nicht gut ging, habe ich die Sachen durchgespielt oder was auch immer. Ja, Lachen halt. Ja, er ist echt der Hammer. Also da bin ich sehr, sehr stolz. Und liebe Grüße auch an die beiden, wenn ihr das jetzt hört. Auch von mir. Ich hab euch ja umarmt und mir war es echt nicht bewusst, was ihr durchgemacht habt. Und es ist auch was Worte überhaupt nicht beschreiben können und was man auch im Alltag, in unserem behüteten Alltag hier in Mitteleuropa, man hat keine Ahnung. Wir leben hier in so einer heilen Welt und natürlich gibt es auch Dinge wie häusliche Gewalt, von denen wir Gott sei Dank nichts mitbekommen. Und ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber wenn wir euch ein bisschen was Gutes tun können mit Humor, habe ich tatsächlich unterschätzt, dass man so eine Rolle spielen kann im Leben von anderen Leuten. Wie ich gesagt habe, bin stolz auf dich, Schatzi. Ja. Also, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ihr bekommt übrigens Freikarten für unseren Soloabend in Neu-Ulm. Das habe ich schon mit unserem Management abgesprochen. Die schreiben euch und genau. Ja, schreibt uns, schreibt mir. Ich bin für alle Inputs offen. Freue mich, wenn wir uns auf einen Auftritt sehen. Bei der kommenden Comedy Lounge sind übrigens da Kalle aus Berlin, der sehr lustig war jetzt in Dachau. Ne? Ja, und, sehr dann beeindruckend. Dann haben wir noch den Michael Ulbz, der auch ist Ostfriese, wo wir beim Thema Otto sind. Der lebt aber in Köln. Und dazu kommt als Dritter im Bunde am Montag war Andi Sauerwein mit dabei, der ist an den Tagen aber nicht dabei. Ist noch gerade. Melanie Gerland kommt. Okay. Melanie Gerland aus Kassel. Frauen kommt am Start. Ja, genau. Und Melanie ist auch eine hervorragende Comedian. Die hat auch ihre eigene Show mittlerweile in Kassel, im alten Bahnhof. Da bin ich schon aufgetreten. Und ich freue mich, dass sie jetzt auch zu mir zur Comedy Lounge nach Ingolstadt und nach Augsburg kommt. Geht auf comedylounge.de oder auf florensimbeck.de/Termine, checkt die Termine. Und Leute, geht auf Steady oder Patreon und supportet meinen Podcast. Ich sag's jetzt jedes Mal, ich habe euch nett gebeten. Ich hab's euch durch die Blume gesagt. Ja? Ich komme vorbei, ich trete euch in den Arsch, ihr hört den Podcast hier seit Monaten umsonst. Ich bin nicht darauf angewiesen, aber der arme Praktikant, der im Keller wohnt, der den Podcast schneiden muss und mischen und uploaden, der bekommt nur Wasser und Brot. Und wenn ihr den Podcast supportet, dann kann ich ihm auch ein bisschen was geben. Eine kleine Milke. Ja, vielleicht mal ein bisschen Schokolade. Nee, du, so, ich mache das ja gern, aber Hosting, Technik und so weiter und es kostet auch Zeit und wenn ihr wollt und wenn es euch gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein bisschen Danke sagt mit einem kleinen monatlichen Betrag. Ab 1 Euro seid ihr dabei auf patreon.com oder auf
oder auf Steady. Der Link ist in den Podcast-Notizen, steht unten drunter. Ich wär euch dankbar und es wäre von euch mehr als anständig, denn ich mache das hier jeden Mittwoch und freue mich, wenn ich euch tollen Content liefern kann. Und genau, in diesem Sinne vielen Dank an alle, die mich bereits unterstützen. Also da wären mein erstes Schlimmbäckchen ganz vorne, Ben. Danke, Ben Schlimmbeck. Liebe dich, Ben. Ich liebe dich, Tina. Ja, ich dich auch. Liebe Grüße auch an Douglas Stahl. Douglas ist Regisseur und hat den Film The Office gemacht. Ah, okay. Yo, Doug. Und Yo, Doug, what's up? Douglas hat mir ein neues Drehbuch geschickt, was ich gelesen habe, was ich mega geil finde. Ich bin auf jeden Fall gern mit dabei. Andreas Hartig, vielen Dank, dass du mich unterstützt. Und vielen Dank auch an Alexander van Laak und an meinen Schlimmpresario. Die einen sind die Schlimmbäckchen, die Schlimmpresarios, die bekommen eine Fanfare. Und das ist der Dennis Place. Vielen Dank, Dennis. Hier kommt eine Fanfare. So. Genau. Danke an Hartig Timepiece. Danke auch an das Nyx Hotel, das diesmal unsere Comedians untergebracht hat in München. Danke. Richtig geil. Genau. Ja. Und alle, die mich kennen. Und alle, genau. Ich grüße alle, die mich kennen. Danke, Steffi, dass du mitgemacht hast. Und der Hund schläft jetzt. Gerne. Genau. Und wir hören uns nächste Woche wieder am Mittwoch. Macht's gut. Ciao. Peace out. Ciao.